Willkommen zurück in Final Fantasy VII Remake. Wir sind immer noch hier in Huchos Horrorkabinett, der irgendwelche Experimente mit uns durchführt, gezwungenermaßen, auch wenn ich es nicht schön finde. Wir müssen leider mitspielen. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann mal rauskommen. Das ist ja extrem hier. Was hat der für eine riesen Forschungseinrichtung? Okay, da drüben ist Hebel. Alles klärchen. Ready? Danke. Red. Dann mach bitte einmal. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Genau, das war der Plan. So hatte ich es mir auch gedacht, weil wir kommen ja nicht mehr hin. Wir sind ja viel zu weit oben. Abgesehen davon, dass wir ja eh nach oben müssen. Oh hey, nein. Alles okay? Was? Wie? Okay. Einen Moment. Muss mich aber... Halt durch, mein Freund, halt durch. Oh Gott, hoffentlich hauen die Red nicht um. So, nochmal. Impulsi. Das ist sehr schön. Oh je. Verdammt. Red! Jetzt müssen wir schnell machen. Oh ja. Wie soll ich denn da runterkommen? Red 13 ist ein tieferer Stockwerk gefallen und muss dort alleine gegen eine Horde von Gegnern kämpfen. Eile ihm zur Hilfe, bevor seine TP-Anzeige erschöpft. Ach du Heilige. Sprech mir tiefer. Ja. Ja. Alter, hat der eine kurze Lebenszeit. Hörst du mich? Was geht? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste! Schnell zu ihm! Ja, dann machen wir hin da. Beep, 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 beep. Jetzt kommt bestimmt die hier, wa? Ja, selbstverständlich. Alter! Mensch! Flieg! So, auf Hochtouren. Jetzt aber Halli, Dalli, Dalli, schnell, schnell, schnell. Ne Lücke! Zack! Ha! Ich hasse die Viech. Hab ich das schon mal erwähnt? So, jetzt nochmal schnell auf Hochtouren. Auf ihn hier. Er geht mal wieder nicht. Ah. Aller gerade er. Gut, dann machen wir auf ihn. Auf Hochtouren. Wow. Na, das hättest du wohl gerne, wa? Ja. So, den nehmen wir schon mal los. Flieg! Was soll das? Alter! Ja, jetzt aber! Ne Lücke. Komm, hau ihn weg! Geht doch! Sehr gut, weiter so! So, von da kommen wir. Wo da? Hier kommen wir nicht. Doch. Runter da. Wir müssen Red helfen, und zwar dringend. Das lasse ich nicht zu. Oh, ja. Geht ja gut los hier. Komm schon! Es geht los! Was sind das für 12 Rubis? Eris hat ihre Leiste noch nicht ganz voll, aber gut. Ich will mal was probieren. Die Kampfrosch-Sphäre? Meiner! Schön! Hat bestens funktioniert. Wunderbar. Genau das wollte ich probieren. Na gut, wir kommen rechtzeitig hin. Weil die Kampfhaus-Sphäre ist ja gerade dann gut, wenn viele Gegner auf einen Haufen sind. Räumen wir auf. So, hier werden wir das gleiche nochmal machen. Schön. Schluss mit dem Unfug. Ehrlich. Alles okay? Dankeschön. Gut gemacht. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben den Zugang zu Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück.
Ja, versuchen wir es. Kriegen wir alles hin, würde ich sagen. Warte mal, von da kommen wir. Müssen wir schon nicht hier weiter? Da kommen wir so nicht. Ja gut, wir haben ja jetzt Red dabei, ne? Gut, hier waren wir gerade mit Cloudy Boy. Alles klärchen. Von da aus. Kommt man von da aus überhaupt hin? Einen anderen Weg gibt es ja nicht, ne? Probieren wir es einfach mal. Einmal rüber, ready? Bitte, bitte, bitte. Red, danke. Wird erledigt. Ich mag Red. Ist ein gutes Kätzchen. Ah, nur schade, dass man ihn wirklich nicht selber aktiv spielen kann. Aber ich glaube... Seht mal, ein Fahrstuhl! Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man sich so mal die Werbetrailer von Rebirth anguckt, ist es da, glaube ich, der Fall. Da sieht es zumindest aus, als wenn man ihn spielen kann. Er funktioniert nicht. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Ich auch nicht. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Jojo, das kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal rüber da. Oh, echt riesen Forschungsraum. Ah. Guck mal, dieser Ton hier. Ja? Okay, dann machen wir anders. Einmal. Auf Hochtouren. MG-Drohne, MG-Drohne, Elektroschock-Drohne, die sind wohl schlimmer. Wunderbar. Oh, 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 oh. Der ist für dich. Okay. Überlass das mir. Das kriegen wir wohl hin. Adamo, ein Blitzrahmen muss schon sein. Landet das? Sehr schön. Gleich nochmal da. Ja. Zack. Und wunderbar. Es ist geschafft. Gut, dann lassen wir mal rüber. Sektion 4. Alles klar. Ja, 3 waren wir auch schon drin. Hören wir mal auf hier. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Okay, da sehen wir. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Ja, okay. Ja, ja, dessen sind die Viecher auch alle so OP. Mit dem Genova-Zeugs. Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Jo. Natürlich, dieser Hojo. Lässt uns ja auch nirgendwo hin. Lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Haben wir vor. Och, nö. Geh den mal rüber. Jetzt zeig ich dir meine besten Sachen. Kriegen wir hin. Impulsiv-Rin. Genug. Genau. Genug hier. Es ist aus. So, schön. Die Viecher können ja mittlerweile auch nichts mehr. Feierabend! Was? Noch lange kein Feierabend. Wir sind immer noch in der Höhle des Löwen. Vier. Alles klar, ich bin da. Wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Sag mal, Barrett, versuchst du gerade hier rumzuprollen? Durch die dicken, beleuchteten Röhren bestimmt wartungs, falls mal was geschweißt werden muss oder so. Anders kann ich mir nicht erklären, dass hier Licht an den Röhren ist. Aber soll mir recht sein. Dankeschön. So, dann lass uns mal runter. Aber Witch ist ein guter Junge, ja. Den mag ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hojo einfach so die Rohre offen stehen lässt. Der will uns da reinlocken. Hörst du das? Lauf! Das klingt wie was Großes.
Na, das war so klar. Jetzt geht die Tür zu. Ja, okay. Irgendwie habe ich jetzt gerade Horizon-Flashbacks. Du willst wohl Hackfleisch aus uns machen, was? Ein Siggewürmchen. Übernimm du. Jetzt hab ich hier das Sagen. Oh. Ja. Na, nicht so nah! Zwecklos. Ah, okay, das kriegen wir schon hin. Einmal maximale Wut drauf. Spann die Schirme auf, jetzt hagelt's bleiben. So, Claudi, du wirst gleich einmal Analyse machen, aber ich wette, das ist Blitz. So, Claudi Boy. Analyse. Das tut. Nicht? Okay. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung. Da sie sich noch in Entwicklung befindet, ist sie nur schwer zu kontrollieren. Sie patrouilliert in der Luft und stürzt sich auf alles herab, was sie bewegt. Alles klar? Gut. Ja. Schön. Freut mich. Hemlis. Okay. Den maximale Wut. Schön alle Kugeln. Das läuft amok. Was denn jetzt? Was? Verdammt! Der bohrt sich durch die Wände? Was? Nein. Es kommt hierher! Das Viech geht wirklich auf alles. Viel Erfolg! Los! Okay. Gegenlaufen ist, glaube ich, nicht die beste Idee dessen. Er dreht. Alles klar? Er dreht. Okay, ich muss außen... Alter, was? Ich rette dich! Wieder hellwach! Zack! Gut, treffen lassen darf man sich nicht. Das waren die Seelenwurzeln. Das dreht da gleich wieder durch, oder? Oh, was war er denn? Das war knapp. Los! Okay. Das bringt so nicht viel. Geh einmal auf Eris. Okay, dann versuchen wir mal die normale Heilung. Kann sehr nett. Dann gehen wir auf Tifa. Bleiben. So, Tifa, und nochmal ein zweites Mal. Auf dich bitte. Der Kampf beginnt erst jetzt. Verdammt! Leicht am Abtrenn der Gute. Okay. Ich zähle auf dich. Probier's mal mit Eris. So, der hat zwar keine Schwachstelle, aber ich probiere es trotzdem mal. Hau mal Blitz rauf. Blitz? Oh. Der ist für dich! Oh, nun guck mal runter da, mein Guter. Genau her. Komm, du bist so gut wie erledigt. Leih mir deine Kraft. Jo, das kriegen wir hin. Noch einmal Limit, dann haben wir das Thema hier erledigt. Ich glaub, das war's. So, der ist das... Kannst du sagen. So, den haben wir. Schön, Red nochmal drauf. Unkontrolliertes Waffensystem, ja, das sieht man. Sollen wir nicht Red vorher retten? Der Boss beißt das Kabel durch, oder wie? Ja. Ha, schön. Das Viech ist erledigt. Lebt wohl. Ach, Eris, das war kein Lebewesen. Das war eine Maschine.
Sie haben ihn besiegt. Aber das sollten Sie ja auch. Falsch. Ich kann den nicht ausstehen. Die gewünschten Daten hätte ich damit. Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. Er scheint zu gehen. Irgendwas hatte Sephiroth an der Hand. Wenn ich mich nicht täusche? Ich meine, wir sehen es ja nicht. Das war da oben oder war da unten. Irgendwo da? War das auf jeden Fall Genova? Wenn ich mich nicht täusche. Ist das wieder eine Falle? Ja, hoffen wir doch mal nicht, ne? Du bist sicher. Vertrau mir. Wenn du das sagst, Eris, du bist vom alten Volk. Na gut, wenn du das sagst. Eben, verlassen wir uns mal drauf. Doch, nee, doch, kann sagen. Sind wir schon da? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das gehört? Gesund klingt das jedenfalls nett. Weil müssen wir auch irgendwie wieder zu den Jungs ausschließen, ne? Damit wir das hier mal komplett kriegen, wieder die Truppe. Es war zwar ein lustiges Spielchen, aber auf Dauer hieß zu. Und die Jungs. Ja, dahinter. Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Sollen wir sie aufmachen? Jo, die Jungs sind hier hinter. Das ist ein Klärchen. Was? Kommt rein! Hätte wäre, dachte er sich tatsächlich. Sie hat die Tür ausgedrückt. Endlich wieder vollzählig. Also nichts wie durch da und rauf aufs Dach. Auf der anderen Seite ist ein Fahrstuhl. Ob er fährt oder nicht, liegt allerdings an Hojo. Okay, Cloud-Tiefer Irre, sind wir drin? Jo, das passt schon. Sie hatte ihre Fähigkeit, glaube ich, auch immer kurz gucken. Komplett ausgeskillt, ne? Magiekreis? Nein, den müssen wir noch ein bis zweimal einsetzen. Und Cloud hat seine Konterstellung auch noch nicht. Mensch, das sollte ich nicht immer vergessen. So, jetzt aber erstmal, wo der hier? Hojo uns jetzt durch, das ist eine andere Frage. Dieser Psychopath denkt doch nur an Experimente. Erstmal rein hier. Mach mal Cloud. Da, danke, schön. Freut mich. So, ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Dann hat Hojo vermutlich, was er wollte. Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient. Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem traue ich dem Typ kein Stück über den Weg. Kein Stück. Wir sind wieder zurück. Ja. Hey! Das ist das, was ich vermutet habe, wo ich eben sagte, ich glaube, Sephiroth hatte die Genova. Guck mal hier, die fehlt. Das sieht man richtig. Was auch immer Sephiroth damit will, aber er hat Genova mitgenommen. Oh, ja. Was ist hier passiert? Jemand war hier. Das ist auch unsere Richtung. Gehen wir. Schon nein, jemand war hier. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ihr habt ihn doch am Anfang selbst gesehen, er hat uns doch alle überhaupt erst hier runtergeballert. Ihr wisst genau, wer das ist. Okay, gibt's hier noch was zum Einsammeln? Sieht nicht so aus, ne? Eine Bank hätte ich gerne. Oder sind alle fit? Alle fit? Ah, nicht ganz. Aber es geht noch. So lässt sich noch kämpfen. Jetzt sind wir fast am Ziel. Da oben sind nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Das reicht doch. Sephiroth ist auf jeden Fall auch durch den Fahrstuhl. Warte! Wenn wir da raufgehen, gibt's vermutlich kein Zurück mehr. Bist du sicher, dass du das tun willst? Oh. Mit dem Fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt.
Wir haben doch alle, bevor wir hier rauskommen. Wir haben doch alles. Lasst uns gehen. Okay, Sephiroth ist jetzt auch nach oben. Aber ehrlich gesagt ist mir Sephiroth im Moment ziemlich egal. Wie es aussieht, schadet er Shinra genauso, wie wir das wollen. Auch wenn ich glaube, dass er der wahre Gegner ist. Aber im Moment heißt es erstmal aufs Dach, damit wir abgeholt werden. Schön. Auf jeden Fall von Hygiene hält der Junge nicht viel, wenn man sich das hier mal so anguckt. Jo, ich weiß, wir müssen noch rein. Machen wir mal kurz was gucken. Okay, ich komme da nicht hin. Dachte, wäre vielleicht noch was zum Einsammeln. Den googeln wir mal. Was haben wir hier so Schönes? Haben wir hier noch was, irgendwas einsammeln oder so? Sieht nicht so aus. Ne? Hier kommen wir auch nicht rein, ne? Ne. Sieht auch nicht so aus, als wenn da noch was ist. Da kommen wir auch nicht rein, oder? Ne. Das siehst du schon auf der Minimap da, dass da nichts reinkommt. Da gehen immer so kleine extra Räume davon ab, wenn man da reinkommt. Vor allen Dingen auch sehr, sehr dunkel hier. Und ein ziemliches protziges Büro hat der Gute, ne? Okay. Ja, ich gehe hier hoch. Ich weiß, Sephiroth ist auf der anderen Seite. Ich gehe hier hoch. Könnte ja noch was zum Einsammeln sein. Ah, sieht nicht so aus. Nö, egal wo ich hochgehe. Okay. Den gucken wir mal. Wo ist der verdammte Direktor hin? Und Sephiroth? Wartet. Ich höre was. Hilfe! Ist da jemand? Da schreit jemand um Hilfe. Schön. Hey! Okay. Ich halte nicht mehr lange durch. Das war nicht unser Direktor, weil er ist ja nicht da. Was ist über sein Büro? Hey! Hilfe! Ja, da, guck mal, da. Schön. Hey! Oh, okay. Das war wahrscheinlich Sephiroth, vermute ich mal. Ja, gut. Eigentlich sollten wir ihn ja erledigen, ne? Mal gucken, ob wir es können. Vorher geht's hier mal auf die Bank. Und einmal reingucken. Megatrink. Dankeschön. Alter. Hey! Ja. Du hast das verdient, mein Junge. Du kannst da noch eine ganze Weile rumhängen. Hey! Immer mit der Ruhe. Warte mal. 15 Stück haben wir noch. Wir kaufen trotzdem nochmal 5. Kann man nie genug haben. Ich weiß ja nicht, wann wir zum nächsten Automaten kommen. Den will ich einmal ganz kurz. Er hat noch. Sie hat noch. Sie nicht. Das dachte ich mir nämlich. So. Einmal kurz auf die Bank, damit wir komplett voll sind. Die steht hier nicht ohne Grund. Wahrscheinlich hat der irgendwelche geheimen Kräfte. Er hat auch irgendwie mit sich rumexperimentiert und springt gleich auf uns los. Irgendwie sowas wird passieren. Jedenfalls, ja. Aber gehen wir erstmal hin. Ich halte nicht mehr lange durch. Hey! Ist da jemand? Ich halte nicht mehr lange durch. Hey! Hey! Hilfe! Eigentlich müssen wir ihn hängen lassen, ne? Helft mir! Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte! Ich halt das nicht mehr aus! Ich gebe euch, was ihr wollt! Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst. Hilfe! Helft mir! Ich erfülle euch alle Wünsche. Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. Barrett, tu es nicht! Ah!
lässt es in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wäschst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten. Das und nicht mehr! Sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du Drecks... Ihr seid ja so naiv. Wahrheit, Freiheit, Ansehen, Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer vagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Verrat es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Hä? Du Bastard! Barrett! Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Wo sind wir hier? Oh. Wie, wo, warum? Moment. Alter. Ein Traum. Lasst euch nicht täuschen. Kommt gleich der nächste Kampf? Moment. Oder? Wieso denn jetzt Barrett? Das ist doch wohl nicht... Reicht das nicht mit Vix und Jesse? Ja. Ist jetzt auch noch mal ein Barrett? Okay. Es geht los. Hau die Tentakel weg, genau. Vor allem Genova. Wir kämpfen jetzt also gegen Genova, okay? Hat Sephiroth Genova wiederbelebt, oder? Ich meine, gut, dass Sephiroth jetzt gerade... Oh Gott, hier gleichzeitig kämpfen und drauf eingehen. Den Shinra-Direktor getötet hat. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, er hat es nicht besser verdient. Und wirklich... Jetzt geholfen hätte uns sowieso nicht. Das ist halt ein verlorener Bastard, ne? Aber... Wieso Barrett? Das muss er wohl... Das darf... Haben wir jetzt bis auf Tifa komplett Avalanche verloren, oder wie? Weg da. Ich wollte gerade sagen... Au! Zwecklos.
Okay, wer hatte hier nochmal Gebet? Das war Beret, ne? Moment, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Lass mich mal. Moment. Fertigkeiten. Ja, Analyse wäre auch nicht schlecht bei Genova. Probieren wir mal. Kann nicht schaden. Wirksam ist mal wieder gar nichts, das war klar. Ein streng geheimes, experimentelles Versuchsobjekt von Shinra, Genova. Es ist also nicht Genova selbst. Es ist nur wenig darüber bekannt, aber Gerüchten zufolge soll es Halluzinationen auslösen. Sobald seine TP unter einem bestimmten Wert sinken, lässt sich seine Schockleiste nicht länger füllen. Das ist nicht gut. Das war's. Los. Ich glaube. Und ausgezeichnet. So, Cloud, mach einmal. Ich glaube, Beres war das mit Gebet. Hey. So wird das aber definitiv nichts. So, einen Moment. Beschwören tun wir gleich. Sie hat's mir auch nicht. Doch, sie hat's. Sehr schön, nimm mal. Bringt jetzt nicht allzu viel. Au. Macht aber auch einen Mordschaden. Okay, wir probieren's mal. Er hat Ifrit, ne? Würde gerne. Wer hat denn den Leviathan? Er ist, ne? Ah. Okay, Cloud. Du kümmerst dich erstmal ums Heilen. Los dann. Ich leg los. So, aber ich guck sicherheitshalber mal. Sie hat den Leviathan. Alles klar, dann nehmen wir den. Halt dich nicht zurück! Wunderbar. Das sollte man echt nicht drinstehen. So, Cloudy Boy, bist du wieder fit? Hab was für dich zu tun. Erstmal dich selber. Kommst du aber auch nicht ran, ne? Das die Tentakel müssen weg. Und das ist alles nix. So, ich probier's einfach nochmal, weil wir es eh noch skillen müssen. Magiekreis. Gemeinsam schaffen wir es. So, ich meine, bringt uns jetzt nicht allzu viel. Ich probier mal. Feuer ist nur auf 1? Echt? Okay, dann probieren wir mal Blitzgar. Tentakel weg. Das schafft ich. Weg da. Okay, da muss man echt in Bewegung bleiben. Weg. Ah, man darf das nicht berühren. Okay. Alle? Ich leg los. Nee. Den Leviathan haben wir auch noch. Das Problem ist. Okay, ja, heilen müssten wir eigentlich auch. Das wäre jetzt wichtiger. Los! Ah, okay. Da redet ja auch kein Mensch mit. Das ist direkt nach so einem heftigen Video. Gleich in so ein Genova-Kampf kommen. Hat er überhaupt Schaden verursacht? Ne. Los geht's! Zack! Okay, Cloudy Boy. Ja, du auch gerne tiefer? Einen Moment, wir nehmen auf Fruchthorn. Wir müssen echt die Tentakel loswerden. Und Cloudy Boy, du auch? Mach's Mutangriff, auch auf den Tentakel. Nimm das! Ich weiche nicht. Okay, ein Tentakel sind wir los. Ja. Ich krieg den Tentakel bloß nicht angesehen. Da. Los! Mensch, nimm noch mal deine Suppe hier weg! So, Eris, du wirst einfach noch einmal, damit wir es geskillt haben. Yes. Zeig, was du drauf hast. Jetzt haben wir es gemeistert. Au. Das war gemein. Au ja. Und da sind wir der Tentakel. Okay. Ohne Tentakel gibt's hier nichts mit Schaden auf dem Viech. Überlass das ruhig mir. Au. Alter. Okay, Tifa, du wirst Eimer. Wir müssen Eris hochheilen. Nicht aufgeben.
Der ist für dich! So. Weiten Tag ist aber schon mal los. Geht doch. So, Iris, du bist wieder wohl? Ah, Heilung geht aktuell auch. Da probieren wir jetzt mal den Straul der Vergeltung auf das rechte Tentauchelchen. Schmerzlos! Los! Anders kriegen wir das Viecher ja nicht platt. Der ist für dich! Okay. Hoppla! Ich probiere es nochmal, auch wenn ich die Magiepunkte eigentlich brauche, aber. Machen wir mal Blitzgar. Blitzschlag! Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah, hier könnte man echt gut Beret gebrauchen. Aber sehr gut. So, denn nochmal. Stroll der Vergeltung. Ja. Jetzt erst recht. Das war's. So, Cloudy Boy, du wirst auch einmal Mutangriff. Schon wieder Tentakel da? Haben wir gleich mitweggehauen. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. So, Tifa, du bist dann auch nochmal auf Hochtouren. Ja, wir haben wieder Tentakel. Ist das alles? So. Oh, yes. Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er durch. Okay. Was? Jetzt sehe ich nur noch Tentakel. Ich weiche nicht. Ich sehe hier nur noch Tentakel, okay. Los! Okay. Gleich mal hier auf Hochtouren. Das ist gut. Attacke! Runter! Zack! Alter, wie schnell kommen die wieder? Weg, los! Kraft. Solange die Tentakel da sind, kriege ich viel Nova ja keinen Schaden. Wunderbar. Weg, los! Zack! Krieg ich Nova denn zumindest mit Schaden, wenn ich auf die Tentakel haue? Ich hoffe es mal. Okay. Und ja, die kommen sofort wieder. Die kommen sofort wieder. Das ist gleich. Auch mal Rinder. Das Alphabet haben wir ja gleich durch, ne? Das ist gleich. Okay. Ja, das ist in. Das ist gut. Müssen wir auch gleich mal ausnutzen. Aber ich will nur was selber. Kriegt keinen Schaden mit, ne? Okay, ich muss aber einmal kurz bei Eris ausnutzen. Das Limit. Das ist sehr schön. Sie geben euch Kraft. Dankeschön. Wow, 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 wow. Ich hab einfach nicht genug trainiert. Naja, sind wir ja schon bei J. Sehr schön. Los. Also, man geht ja mal das ganze Alphabet durch. Oh, wir sind die Tentakel mal los. Ein Wunder. Okay. Dann hau gleich rein hier, die rechtschaffene Faust. Ne, wir haben noch einen Tentakel. Verdammt. Das kannst du knicken. Cloud, hau mal den Tentakel weg. Das war's. Zack. Nachschlag. Nimm das. Geht doch. Aber bloß, das ist ein schöner neuer Tentakel. Alles klärchen. Hau rauf da. Immer noch wirkungslos? Wieso? Los, los. Oder Bock hat. Okay. Das ist klar. Das ist so schlimm mit den Tentakeln. Es geht von vorne los. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Fight unsere Tentakel, oder was ist das? Okay. Ich meine, die halten die viel aus, aber trotzdem. Jetzt aber. Hier, erschaffene Faust, hau rein. Na, 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 na. Sowas wollen wir hier gar nicht erst anfangen, ne? Cloudy Boy, weißt du was? Nimm mal. Ah gut, das bringt uns hier jetzt nicht viel, ne? Und tschüss!
Und hau ihn hier mal in. Dann, oh, wir haben schon wieder Tentakel. Okay. Das ist nervig. Probiere ich mal das. Kann doch. Los! Naja. Bis hier und weiter. Los! Tifa ist aber besser bei den Tentakeln. Tifa ist auch in ihrem Limit. Würde ich ja gerne mal sehen. Sie hat ja auch ein neues Limit. Aber dann müssen erstmal die Tentakel hier weg. Das bringt sonst nichts. So, jetzt können wir. Wir wechseln komplett auf Tifa, warte. Würde mich gerne ihr Limit mal sehen. Delfinschlag. Jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Nice. Ja. Nice. Okay, das ist ein schönes Level. Wunderbar. So, hau nochmal drauf. Wunderbar. Oh, was kommt jetzt? Säure von oben? Seid ihr okay? Nee. Oh, nein. Hier kriegst du einen Tentakel von mir. Hier kriegst du echt eine. Hier kriegst du irgendeinen Tentakel verbiegen. Hier kriegst du eine komplette Tentakel verbiegen. Und jetzt mit dem tun die auch noch Sachen. Flieg! Der ist für dich! So irre, das hau mal ein Gebet raus, aber Dali. Los, geben wir alles! Los! So, warte mal, Tifa. Einmal auf Hochtouren, bitte auf den Tentakel. Und los! Was? Wohin? Zwecklos. Los! Ha! Zack! Ist das alles? Der ist für dich! Ist es der Tentakel geschützt? Los! Ich muss mal auf Tifa wechseln. Er ist es leider für die Tentakel. Zack! Nicht so gut geeignet. Tifa ist da einfach schneller. Kiris, ein Moment. Anna, Gebet. Oh, die Bucke ist gut. Ich weiche nicht. Haben wir noch irgendwo Tentakel? Nein, aktuell nicht. Das ist schon. Den rechtschaffene Faust. Doch, irgendwo ist noch ein Tentakel. Ah, so bringt er nichts. Ah, da. Ich sehe schon. Okay. Und das fallen wir gleich danach. Los. So, jetzt hat sie es aus Tentakel. Nein, das ist wieder neu. Was ist denn das hier? Oh, wow. Alter, sobald das nächste Mal einer wieder. So, im Limit ist. Geht nicht auf. Hau ich das direkt aus Genova. Fast geschafft. Nicht nachlassen. Ich kriege mich echt eine Tentakelphobie. Klar. Ja, schön. So, und zwar unser Claudi-Boy. Warte mal, wechseln wir hin zu Claudi. Wo ist denn hier schon wieder? Oh, Schaden. Warte mal. Schaden gibt's aber noch, ne? Ja. Ah, nicht viel. Aber vielleicht kriegen wir den Tentakel mit erledigt. Mal gucken. Limit Atomisator. Ich versuch's mal direkt aus Genova. Vielleicht klappt das ja. Nimm's nicht persönlich. Genova hat. Ah ja. Sehr viel Schaden gemacht. Sehr schön. Was?
Geschwader 3 an alle Mitglieder von Avalanche. Wir holen euch jetzt raus. Wird ja auch Zeit. Aber Barrett, Alter, alle tot von komplett Avalanche. Ich glaub's ja nicht. Ne, Genova dabei. Was? Ja, schon. Ich weiß noch nicht warum, aber schon. Barrett, deine Wunde. Das Schicksal scheint stärker als der Tod, richtig? Danke. Ey, 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 ey. Ich meine, wir haben hier auch keine Bank oder so, ne? Der einzige Weg, der mich das Spiel lässt, ist raus. Alles klärchen. Wir haben nur Cloud alleine. Ich komme zu keiner Bank hin. Das war jetzt aber echt, ja. Ich meine, ich kann verstehen, dass Barrett den Hand nicht fallen lassen, auch wenn das wahrscheinlich am liebsten gemacht hätte. Das hat er garantiert in den Fingern gejuckt. Barrett ist kein Killer. Barrett wollte einfach nur, dass es wieder richtig gestellt wird und dass der Shinra seine gerechte Strafe kriegt, der Boss. Dass er dafür wahrscheinlich verurteilt wird. Dass Sephiroth plötzlich auftaucht, den Boss absticht, das ist ja nicht unsere Schuld. Ich meine, er hat den Tod verdient, aber es ist trotzdem nicht unsere Schuld. Das ist schon mal gut. Dann sticht aber auch noch Barrett ab. Barrett wird wiederbelebt. Zwischenzeitlich müssen wir uns dann mit Genova rumschlagen. Herr, was? Ich habe gerade momentan noch mehr Fragen als vorher. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Kommen wir momentan nirgends woanders hin als raus. Ich würde aber gerne einmal speichern. Ich weiß nicht, was hier noch alles kommt. Ich hätte echt gedacht, sobald wir jetzt raus sind, aufs Dach weg, fertig. Aber nein. Das ist schön, wenn wir ehrlich sind. So. Nicht wundern über die Spielzeit, die stimmt nicht ganz. Mit 45 Stunden, fast 46 Stunden. Ich mache zwischen den Aufnahmen manchmal eine Pause, was essen, mal trinken, aufs Örtchen, so ihr wisst es ja. Da lasse ich die PlayStation aber im Pausenmenü weiterlaufen und da zählt natürlich auch die Zeit weiter, deswegen kommt das. Aber gut, dann sind wir vorher erstmal am Ende. In der nächsten Folge geht's hier natürlich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.